Sitrel, als gegründet ging, weil der Besucher sich bemerkbar gemacht hat für Kartenpayment auf Niveau von den Zahlungssystemen immer mehr elektronisch zu benutzen. Und du hast für einen von den Retailbanken sich bewusst gehen, dass man das nicht kennt, mit seinem eigenen System machen, aber dass man sich mit den Kollegen von den anderen Retailbanken zusammensetzen und eine gemeinsame Infrastruktur betreiben. Aber ja, du musst effektiv die Reflexion machen, dass es im 2008 den Banken an der Central klar ging, dass sie sich mit einen zusätzlichen Partner sichern. Partner sowohl d'un point de vue kapitalistik, wie Partner d'un point de vue industriell für den europäischen Gedanken, den an Zahlungssysteme immer mehr mäßig durchgesetzt hat, aber den Rimm findet in Bezeichnung von SEPA, System for Europe Payments Area. Das war seinerzeit dann noch den Ausgangspunkt für nur eine Etude, der Schwach gefallen ist, ob SIX aus der Schweiz. Central hat, das muss ich sagen, an auch SIX, hat hier Ideen mit herabgebracht, für auf Niveau von den elektronischen Zahlungsmöglichkeiten die Solutionen, die wir seinerzeit national abgebaut hatten, europäisch auszurichten. An damit auch können den Preskriptionen von den Regulateur Europäern an den offiziellen europäischen Institutionen gerecht zu gehen. Aber ich meine, wenn SIX bestens den Gegebenheiten vom Lützebäuer Marché in Rechnung dreht und ich meine, dass sie kapabel sind, das zu machen, dann behält weiterhin auch SIX eine Daseinsberechtigung und auch eine Kontribution für den Marché National, was die elektronischen Zahlungsmittel heute in Lützburg überlangt. Und der Cash selbstverständlich als destiniert für verschwindet man sich nicht, wir werden aber an seinen Proportionen aufholen. Karten, die kennen wir, die haben halt schon einen ganz großen Teil von den Zahlungsmöglichkeiten. An den puren Digital-Kanal, den wird sich in Zukunft immer mehr entwickeln und ausgebaut gehen. SIX von der Schweiz als Madrakom, weil auch für sie es interessant wäre, sie wären am CEPA, aber ja nicht voll am CEPA als Schweiz, wäre auch für sie interessant, für Standbein am europäischen Raum zu haben. An Lützburg wird sich in dem Sinn auch bestens angeboten für SIX und Europa hin hier europäische Strategie weiter aufzubauen und zu entwickeln. Also SIX muss sich auf jeden Fall auch aufpassen, den neuen Entrants, das ist nicht nur ein Aspekt für die bestehenden traditionellen Retailbanken, sondern auch eher für die Provider von Solutionen, so wie SIX ist. Und dazu könnt ihr den Lien machen zu Fintech, die neuen Start-ups, die kommen, und die notamment an den dritten Bereich, wo ich gesagt habe, vom puren digitalen Zahlungsbereich ragin, für das System anzupassen und den Challenge abzuholen. Zu diesem Zeitpunkt ist es schwer zu sagen, wen sich daran der Wert behaupten, aber das bleibt ein Challenge für uns alle gut, sowohl für die Provider wie für die Banken, also im traditionellen Bereich.